Roy Blacks Lieder brachten Millionen Frauen zum Weinen. Bei Udo Jürgens verfallen Mütter wie Töchter in ekstatische Schreikrämpfe. Und Rex Gildo bringt noch jedes Bierzelt zum Einsturz. Die Stars der 60er feiern heute ihre zweite Jugend. Jetzt ist Manuela an der Reihe. Kürzlich mit der goldenen Stimmgabel ausgezeichnet, kehrt die Berliner Schlagersängerin in die Hitlisten zurück. Und wer hat Schuld? Natürlich nur der Bossa Nova. %17 interessierten sich für Feinschmecker Wolfram Siebeck, %34 entschieden sich für Sprachreformer Wolfgang Mentrup und %49, fast die Hälfte, wollten die Schlagerlegende Manuela erleben. Und ihr sitzt im Studio und strahlt. Guten Abend, Manuela. Guten Tag und vielen Dank. Wie viele Paar? Freue mich sehr. Wie viele Paar weißer Lackstiefel haben Sie zu Hause? Weiße Lackstiefel, also Moment, Stiefelchen trage ich ja jetzt wieder. Na, ich würde sagen so 20 Paar. Sind immer noch modern, immer noch das Erkennungszeichen ja, von Gott Manuela. Sei Dank, die Mode ist wieder zurückgekommen und ist irgendwie mein Markenzeichen. Heute sieht man sie nicht, aber vielleicht nächstes Mal. Nee, ich habe sie nicht darunter, aber ich kann sie gut tragen. Und ich finde schön, dass die Mode wieder gekommen ist. Das ist ja praktisch alle 20 Jahre wiederholt sich's. Sie haben gerade eben die goldene Stimmgabel ja, gewonnen. Was bedeutet Ihnen dieser Preis? Das ist wunderschön. Ich habe ja vier goldene Bravo-Indianer in meiner Karriere gewonnen, vier silberne Bravo-Indianer, einen silbernen Löwen von Radio Luxemburg, einen bronzenen in Bossa Nova, ein goldenes Mikrofon von Österreich und am Sonntag bekam ich zum zweiten Mal die goldene Stimmgabel für Schwimmlernmann im See, für Jive Manuela dann. Jive Manuela, was ist das für eine Platte? Das ist eine Platte, da bin ich ja so wahnsinnig stolz drauf und ich muss sagen auch noch dabei ein herzliches Dankeschön an meine Fans, dass ihr mir die Treue gehalten habt. Die ist jetzt, ach Gott sei Dank, fast überall in den Hitparaden. Also in Schleswig-Holstein sind wir schon seit 4 Wochen Nummer 1. Selbst in Frankfurt, da gibt es einen Sender, das ist ja unglaublich, Roger. Da gibt es einen Sender, FFH, und da spielen die nur Oldies, die amerikanischen Oldies, und wir sind mit Jive Manuela in die einzige Deutsche drin. Also ich freue mich wahnsinnig und dann freue ich mich natürlich auch, dass ich hier gewonnen habe. Immer noch mit der Berliner Schnauze, mit den Amerikanern, das ist ja vielleicht gar kein Zufall, denn Sie haben in Amerika ja fast größere Erfolge gehabt als in Deutschland. Das kann man nicht so sagen. Ich bin aber 10 Jahre hin und her gependelt, das heißt 120 Mal über eine Strecke Frankfurt, L.A. Und dann habe ich im Land auch sehr viel gearbeitet. Ich habe eigene Fernsehshows und eigene Shows auf der Bühne gehabt in Las Vegas. Und Roger, ich muss sagen, wenn man den Weg von Weddinger Hinterhof bis Las Vegas schafft, das ist schon eine ganze Menge. Naja, und dann haben wir viele Produktionen gemacht in Albuquerque, in New Mexico. Dann, da freue ich mich noch, dass ich den Elvis, ich weiß nicht, ob ich zu viel erzähle. Ja, nein, Elvis. Ich bin so großer Elvis-Fan schon als Kind gewesen und dass ich Elvis noch zu Lebzeiten kannte. Und dann haben wir in Nashville, in Tennessee, haben wir eine Country-LP gemacht, I Wanna Be a Cowboy Sweetheart, und damals lebte noch mein Freund Cary Grant und er sagte, Manuela, I wanna be your sweetheart. Also wir haben eine ganze Menge gemacht und ich bin auch sehr stolz drauf. Es gibt nicht viele deutsche Schlagersänger, die das sagen können. Ja, Sie sind ja jetzt nicht nur im Schlager tätig, sondern eigentlich auch in der Volksmusik ein bisschen. Ja, wir haben jetzt eine Platte gemacht, die heißt Sehnsucht nach der Heimat, und da habe ich zum großen Teil die Titel selbst geschrieben, weil ich selbst komponiere. Ich sitze so nachts und fange an, kriege ich dann meine Ideen. Und die läuft auch sehr gut. Die ist aber nicht direkte Volksmusik, sondern so Schlager-Volksmusik. Aber sehr schön. Also man wird Manuela nicht im Dirndl sehen? Also nicht unbedingt, denn eher in Lederhosen. Ja, und dann habe ich das unter anderem einen Song geschrieben. Ich bin ja nur Ike Dittel Kikema, Berlinerin.